Ein Alter sagte, wer die anderen zu ihrem Heile belehrt, muss zuerst für sich die Frucht der Belehrung sammeln. Denn wenn er nicht selbst ein Weiser wird, wie kann er dann irgendjemand anderen weise machen? Wenn er von Habsucht umschlungen und von seinem Dämon aufgestachelt ist, wie kann der jemanden das Almosen geben lehren? Wer seine Zeit damit verbringt, zu schachern und sich selbst zu verkaufen, wer seine Tage in irdischen Sorgen verbringt, wie wird er andere lehren, was die künftigen Güter betrifft? Und vor allem werden die, die durch ihn unterwiesen sind, aufmerksamer auf seine Taten als auf seine Worte sein. Sie lernen, die ewigen Dinge zu vernachlässigen und immer in flüchtigen Angelegenheiten zu kämpfen, wie sie es auch ihrem Meister haben tun sehen. Deshalb sagt Gott zu einem solchen Menschen: Warum erzählst du meine Gerechtigkeiten? Und warum verkündet dein Mund meinen Bund? Du selbst aber, du hast die Zucht und hast meine Worte hinter dich geworfen. Er sagt noch: Wehe denen, die meinen Namen haben verlästern lassen. Es ist gut zu lehren, wenn der, der spricht, durch sein Wort handelt und sich durch sein Schweigen bekannt macht. Selig ist nicht der, der nur lehrt, sondern der, der zugleich tut und lehrt. Wenn wir das hören, liebe Schwestern und Brüder, scheint es uns keine besonders große oder tiefe Weisheit zu sein, die der Altvater hier in seinen Sprüchen kundtut. Aber gerade bei dem Thema, das wir heute im Evangelium hören, scheint das doch sehr angebracht. Wenn es um uns geht, dann sind wir sehr schnell dabei, Vergebung einzufordern, auch gerade von Gott. Diese Schuld, von der hier die Rede ist, beim ersten Diener und Sklaven, ist unendlich groß. 10.000 Talente ist ein unglaubliches Vermögen, unglaublich. 100 Denare würden wir heute als Peanuts bezeichnen. Wir erfahren von Gott jeden Tag neu unendliche Vergebung. Und wie unglaublich kleinlich können wir sein, wenn es darum geht, dass wir in der Position sind, vergeben zu sollen. Und wir sind dann oft sehr wortreich in der Darstellung der Sachverhalte. Wir sind manchmal sogar sehr wortreich, wenn es um die Barmherzigkeit geht. Das heilige Jahr der Barmherzigkeit bringt sozusagen einen ganzen Wortschwall darüber. Aber es kommt nicht auf den Wortschwall an. Auch nicht darauf, dass man permanent dieses Wort im Mund führt, sondern allein darauf, wie dieser Altvater sagt und wie es Jesus heute fordert, dass wir es tun. Wie viel mehr wären wir glaubwürdig als Kirche, wenn Menschen säen, nicht die Botschaft hörten, sondern säen, erlebten, dass wir uns genauso verhalten, wie Jesus es uns heute von uns verlangt.